Wetter.at lässt Sie nicht im Regen stehen. Das beste Wetter für Ihren Ort. Jede Stunde. 9 Tage im Voraus. Und alle Unwetterwarnungen. Wetter.at. Ihr Wetter für jeden Ort. Auch als App. Wetter.at. Das Wetter präsentiert Ihnen. Wetter.at. Uns auch in Kreischberg geht uns da wie jeden Morgen ein Licht auf. Rosarot erscheint da der Himmel über den verschneiten Bergen. Aber der Schnee, der wird sich wohl bald verzupfen bei den frühlingshaften Temperaturen. Wir schauen gleich auf die Temperaturskala. Vorher blicken wir aber auch noch nach Schladming. Da kann man auch noch einen schönen Skitag verbringen heute, wenn man das denn gerne tun möchte. Wir schauen zur Großwetterlage nach Europa. Da gibt es ein sogenanntes Hochfrauke, das da mit seinem Zentrum inzwischen über den Niederlanden liegt. Dabei bestimmt es in weiten Teilen West- und Mitteleuropas noch immer das Wetter und sorgt für reichlich Sonnenschein und somit auch bei uns in Österreich. Somit schauen wir dann auch gleich mal zur Österreich-Karte. Heute liegen wir zwischen plus 9 und sogar 20 Grad, sollten da drinnen sein laut Prognosen. Schauen wir mal, wie mild es da heute tatsächlich wird. Dazu gibt es eben jede Menge Sonnenschein klarerweise und auch ein paar Wolkenmischen damit, aber der starke stürmische Nordwestwind, der sollte die dann doch verjagen, wenn nicht sogar verblasen, wenn man das so sagen möchte. Im Westen liegen wir da eben bei plus 17 Grad, also von den Minusgraden sind wir weit entfernt, Gott sei Dank. Da freut man sich natürlich. Auch im Osten bekommt man Frühlingsgefühle. Wir liegen da bei 13 Grad, eben ein paar Wolken. Die liefern sich dann Schlagabtausch eben mit den Sonnenstrahlen. Aber auf die Winterjacke kann man auch in den nächsten Tagen eigentlich im Großen und Ganzen verzichten. Da reicht es, wenn man die Frühlingsgarderobe dann schon langsam auspackt. Wir liegen bei 14 Grad dann eben am Donnerstag mit jede Menge Sonnenschein. Der Donnerstag ist auch im Osten der schönste Tag. Also da sollte es wirklich einen strahlend blauen Himmel geben und eben keine Wolke am Himmel zu sehen. Und auch am Wochenende geht es an und für sich so weiter. Am Sonntag liegen wir bei 11 Grad plus und am Montag bekommen wir wieder 17 Grad. Also frühlingshaft geht es da also bei uns weiter. Und somit kommen wir zum Marcel Stachinger und unserem Talk of the Day.